Wie würde ich vorgehen, wenn ich heute ein neues Depot starten würde? Welche Aktien würde ich mir ins Depot legen und wie würde ich dabei genau vorgehen? Würde ich nur auf Einzelaktien, Dividendenaktien oder auch auf ETFs setzen? Wer wissen will, wie ich heute vorgehen würde, der muss einfach nur dranbleiben. Aber erstmal kurz mein Intro. Wie ihr wisst, bin ich selbst großer Fan der Dividendenstrategie. Bevor ihr diese Strategie auch für euch wählt, solltet ihr euch aber fragen, warum ihr eine Dividendenstrategie verfolgen wollt. Es gibt nicht die eine Strategie, die die richtige ist. Jeder Mensch ist individuell, so passt zu jedem auch eine andere Strategie. Wichtig ist, dass ihr mit eurer Strategie gut schlafen könnt, auch wenn die Börsenkurse mal einbrechen. Das ist aus meiner Sicht wichtiger als 100% Effizienz und Optimierung. Der größte Treiber für einen erfolgreichen Anleger ist Zeit. Ihr müsst also eine Strategie finden, die es euch erlaubt, mehrere Jahrzehnte im Markt zu bleiben. Für mich sind es vor allem zwei wesentliche Gründe, warum die Dividendenstrategie die richtige für mich ist. Erstens, ich möchte, bis ich 40 bin, meine finanzielle Unabhängigkeit erreichen. Ein Teil meines passiven Einkommens dafür möchte ich dabei aus Dividenden beziehen. Wenn Unternehmen oder auch ETFs keine Dividenden auszahlen, muss man sich ein passives Einkommen aus den Verkäufen von Anteilen finanzieren. Das ist natürlich möglich, aber aufwendiger. Zudem muss man sich dann von Unternehmensanteilen trennen. Zudem sind die Dividenden quasi eine Belohnung dafür, dass man nicht verkauft und Buy and Hold praktiziert. Es ist wie ein kleines Mini-Gehalt. Das ist für mich persönlich extrem motivierend. Der zweite Grund ist, dass ich an Dividenden als Qualitätsmerkmal für Aktien glaube. Wer regelmäßig eine steigende Dividende zahlt, verfügt über ein stabiles Geschäftsmodell, steigende Gewinne und Cashflows. Vor allem, wenn die Dividendenhistorie, also an die Historie von steigenden Dividenden am Stück, bereits mehr als 10 Jahre beträgt. Diese Unternehmen sind in der Regel relativ weit in ihrer Entwicklung. Große Sprünge in kurzer Zeit sind hier oft nicht mehr zu erwarten. Dafür viele kleine Sprünge über Jahre und Jahrzehnte. Unternehmen, die regelmäßig Dividenden zahlen, haben für mich ein geringeres Risiko, denn jedes Jahr bekomme ich einen Teil der Gewinne auf mein Konto. Buchgewinne können sich auch wieder in Luft auflösen. Also nur Dividendenaktien in meinem Depot Neustart? Bevor ich euch das sage, ganz schnell noch der Disclaimer. Meine Videos sind keine Empfehlung oder Anlageberatung, sondern nur meine persönliche Meinung. Denkt selber nach, recherchiert und handelt dabei immer möglichst rational. Die möglichen Risiken aus Investitionen müsst ihr selber verantworten. Lest euch auch den Disclaimer auf meiner Webseite durch. Ich würde heute direkt ein konzentriertes Einzelaktienportfolio aus erstmal 10 bis 15 Werten mit einem ETF-Portfolio kombinieren. Hier hatte ich euch letzte Woche ja den aus meiner Sicht am besten geeigneten ETF vorgestellt. Das ist dann in etwa sowas wie euer Basisanker, den ihr bis zu eurer Rente nicht mehr anrühren müsst, weil da im Prinzip die gesamte Welt AG beinhaltet ist. Ich habe euch das Depot mal einfach hier als Bild aufgemalt. Zum breit gestreuten ETF-Kern würde ich dann Einzelwerte kombinieren. Generell würde ich Einzelwerte bei einem persönlichen Depot Neustart definitiv mit reinbringen, weil ich mich gerne mit Einzelaktien beschäftige. Die Analyse von Unternehmen und Geschäftsmodellen macht mir persönlich Spaß. Zudem mag ich es, direkter Aktionär eines Unternehmens zu sein. Klar, bei einem ETF seid ihr das auch indirekt, aber ihr werdet zum Beispiel nicht zur Hauptversammlung eingeladen. Wer aber keine Lust auf den Aufwand hat, den Einzelaktien auf jeden Fall mit sich bringen, sollte bei ETFs bleiben. Der kann quasi die Außenschale weglassen und sich nur auf den Kern konzentrieren. Je nachdem, wie man die Einzelaktien zusammensetzt, würde ich das ETF-Depot etwas verfeinern. Die einfachste Variante ist ein Welt-ETF im Zentrum. Ich persönlich bespare aktuell kein Welt-ETF mehr aufgrund des starken USA-Schwerpunkts meiner Einzelaktien. Da hätte ich große Doppelungen. Somit macht es mehr Sinn, im ETF-Depot etwas mehr Gegengewicht zu den USA zu setzen, zum Beispiel mit einem Europa- und oder Emerging Markets-ETF oder auch Asia-Pacific-ETF.
Wer sein ETF-Depot höher gewichten möchte, kann aber auch einfach einen Welt-ETF reinpacken. Passt aber mit den Gebühren beim Kauf- oder Sparplan für ETFs auf. Wer zum Beispiel unter 200 Euro im Monat in ein ETF steckt, sollte nicht zu viele verschiedene ETFs wählen, wer sonst zu viele Gebühren zahlt. Alternativ kann man auch rotierend jeden zweiten Monat einen ETF besparen, so spart man die Hälfte der Gebühren oder man hat einen Broker, wo man sowieso keine Gebühren mehr zahlen muss. Ich würde neben den Dividenden Einzelaktien auch noch ein kleines Venture-Depot hinzupacken, bis zu 5 Aktien, die zwar keine Dividende zahlen, aber an deren überproportionalen Wachstum ihr die kommenden Jahre oder noch besser Jahrzehnte glaubt. Das ist natürlich so ein bisschen der Teil des Depots, der dann auch mehr Risiko hat. Deswegen solltet ihr auch nur das reinpacken an Summe, die ihr auch wirklich verkraften könnt, in einem hohen Risiko zu haben. In Kombination mit dem ETF und Dividendendepot ist das Risiko dann aber aus meiner Sicht ganz gut diversifiziert. So könnt ihr dann zum Beispiel auch Amazon in euer Depot nehmen. Das Gesamtdepot würde dann ungefähr so aussehen, wie ich es hier aufgemalt habe für euch. Ihr habt quasi 3 Unterdepots, ein ETF-Depot, ein Dividendendepot und ein Venture-Depot. Aber wie würde das Depot aus Dividenden-Einzelwerten jetzt aussehen? Je nachdem, welche Summe ihr initial investieren wollt, würde ich die Anzahl der Werte variieren. Ich würde mindestens 1.000 Euro je Aktie investieren, je nachdem, welche Gebühren ihr pro Kauf bei eurem Broker zahlt, kann man auch unter Umständen auch auf 500 Euro runtergehen. Die Alternative zu einem Einzelinvestment wären Sparpläne. Die sind mittlerweile bei vielen Brokern kostenlos. Ich denke, 10 Werte als erster Zielwert wäre mein Weg damals gewesen. Dabei würde ich diese 10 Werte versuchen, innerhalb von einem Jahr aufzubauen. Ihr müsst also nicht zwingend direkt 10 mal 1.000 Euro oder 10 mal 500 Euro investieren, sondern könnt das auch über ein Jahr tun. Zum Beispiel jeden Monat eine Dividendenaktie kaufen oder einfach 10 Sparpläne à 500 Euro einrichten. Jetzt interessiert euch natürlich noch, welche 10 Dividendenaktien ich dafür wählen würde. Ich würde hier auf stabile Unternehmen mit großem Burggraben und einer Historie von gesteigerten Dividenden setzen. Da ich von einem Anlagehorizont von mehr als 10 Jahren ausgehe, spielen die aktuellen Bewertungen eine untergeordnete Rolle. Viel wichtiger ist die Qualität und der Burggraben, also vor allem die Preissetzungsmacht ist hier essentiell. Zudem würde ich fast nur auf US-Aktien setzen. Warum? Aktien und Dividenden sind in den USA ein fester Bestandteil der Altersvorsorge von jedermann. Hier gibt es alleine 36 Unternehmen, die seit mehr als 50 Jahren eine jährlich steigende Dividende zahlen. Zudem schütten US-Aktien in der Regel quartalsweise aus. Das ist, wenn man von Dividenden leben möchte, sehr praktisch, da man pro Jahr immer 4 Zahltage pro Unternehmen hat. Disclaimer, ich habe alle der gleich vorgestellten 10 Unternehmen aktuell selbst im Depot. Das ist natürlich auch, wie würde ich neu anfangen? Deswegen ist das natürlich eine große Überschneidung. Es gibt natürlich unendlich viele Möglichkeiten, diese Liste anders zu kombinieren. Ich würde euch empfehlen, vor allem die David Fish Liste, dazu habe ich auch einige Videos hier im Kanal gemacht, mal zu durchforsten und euch Unternehmen auszusuchen mit einer langen Dividendenhistorie und dann die Unternehmen rauszusuchen über Branchen verteilt, die ihr als attraktiv anseht und wo ihr auch in eine Zukunftsperspektive glaubt. Hier jetzt meine 10 Werte, wie gesagt, aber nur eine Idee und natürlich nicht abschließend die beste Liste oder ähnliches. Procter & Gamble, British American Tobacco, AbbVie, Johnson & Johnson, Realty Income, Microsoft, Verizon, Intel, Unilever und Apple. Das waren meine 10 Werte. Was wären denn eure Top 10 aktuell? Kommentiert das doch gerne einmal unten. Ich lese mir jeden Kommentar von euch durch. Wenn ihr öfter Inspirationen für euer Depot bekommen wollt, abonniert meinen Kanal gerne. Ansonsten kann ich euch noch dieses Video hier empfehlen. Hier habe ich 4 Aktien für die Ewigkeit vorgestellt. Hier sind auch noch ein paar andere Kandidaten für ein Dividendendepot dabei. Einfach hier klicken. Danke für eure Zeit. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, immer rational handeln.